geht um die Frauen der Zeit, um Beethovens Zeitalter, 18. Jahrhundert. Was haben Frauen damals geleistet für die Kultur ihrer Stadt? Und dann gibt es die bedeutende Helene von Breuning, die einen Salon hatte, wo die Geister ihrer Zeit eben die Aufklärung und wirklich spannende Fragen so besprochen wurden. Und ihre Tochter Eleonore war die erste Beziehung, die erste Liebe von Beethoven. Und die beiden waren wirklich voll verliebt. Aber er muss sich irgendwie leicht träge daneben benommen haben. Denn das kommt durch seinen eigenen Brief ans Licht. Er schreibt ihr aus Wien inzwischen, dass er sich so benommen hätte, wie er das zutiefst bereut und gar nicht seinem normalen Verhalten entsprechen würde. Und sie soll ihm doch verzeihen und eine Weste aus Hasenhaaren ihm stricken und schicken. Das wäre dann die Versöhnung. Das hat sie dann aber nicht gemacht, sondern ihm nur eine Krawatte aus Hasenhaaren geschickt. Das musste dann genügen. Ja, aber auch sie war sehr wichtig für sein ganzes weiteres Leben, denn Eleonore war ja dann die Vorlage für das große Singspiel, die Oper Fidelio. Und Eleonore hieß ja dann vieles, was er dann später dann auch zu Gehör brachte. Also sie war sehr wichtig, aber sie war eben wichtig auch für uns, letztlich für uns alle. Was war die Leistung der Frauen? Nicht nur verliebt zu sein, sondern eben auch ja, die Kultur zu tragen und die geistigen Bewegungen mitzutragen und letztlich eben auch wirklich für uns wichtige Vorbilder sein. Helene von Breuning, eine wunderbare Mutter, Eleonore, eine wunderbare Geliebte, und darüber hinaus haben wir aber auch sehr viele Komponistinnen in dieser Zeit entdeckt. Da gibt es wirklich viele. Eine Maria Theresia von Paradis lebte in Wien, große Komponistin ihrer Zeit, war sie wirklich weit voraus. Sie war auch sehr berühmt damals und sie hatte ein ähnliches Handicap wie Beethoven. Sie war blind und dennoch hat sie Opern, Operetten, tolle Singspiele, wirklich viel, viel tolle Sachen komponiert. Und sie war nicht die Einzige. Man hat ja lange Zeit gesagt, es gab keine Komponistin. Später sagte man aber nicht so genial. Aber ich würde sagen, gerade dieses Beispiel ist wunderbar.